Und damit erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Starfield. Ich habe mal überlegt, dass wir mal ein paar Nebenmissionen machen, bevor wir weitergehen und ein neues Artefakt suchen. Und angefangen damit werden wir mal mit diesem Wissenschaftler beim Baum reden. Meine Arbeit beim Amt für interstellare Angelegenheiten. Und da ist er auch schon. Der Baum ist so groß wie der Turm. Okay. Tut mir leid, ich darf nicht abgelenkt werden. Ich muss der Sache auf den Grund gehen. Welche denn? Ja, besorgt ist eine Untertreibung. Ich arbeite für die Wissenschaftsabteilung des MAST. Ich studiere diesen Baum schon seit einer Weile und es gibt besorgniserregende Anzeichen. Bist du mit diesem speziellen Exemplar vertraut? Ist dir seine Wichtigkeit bewusst? Absolut gar nicht. Manche Menschen verstehen einfach nicht, wie ungeheuer wichtig Botanik ist. Ich habe viel zu tun. Wenn du einfach nur gaffen willst, verschwinde bitte. Solltest du mir aber tatsächlich helfen können, wüsste ich das zu schätzen. Normalerweise würde ich Fremde nicht einfach um Hilfe bitten, aber diesmal ist wohl eine Ausnahme nötig. Wärst du bereit, zusätzliche Daten für mich zu beschaffen? Ja, was ist jetzt grundsätzlich erstmal das Problem? Aber ja, nur gegen Bezahlung. Ein Söldner, was? Tja, wir finden bestimmt eine Lösung. Also, bist du dabei? Wenn es sein muss, und das Teil erinnert mich so voll an diese Pseudo-Corona-Masken da. So, oh, los geht's. Danke. Das kam jetzt unerwartet. Ich habe eine Reihe von Biosensoren an verschiedenen Orten in New Atlantis aufgestellt. Oh, nö. Und alle so kalibriert, dass sie passende Daten sammeln. Sie laufen schon so lang, dass es Zeit wird, die Daten abzuholen und zu analysieren. Wenn du sie mir bringen könntest, würde mir das eine Menge Zeit sparen. Okay, wir haben aber Gott sei Dank die Locations. Und Sam, mit dir sollte ich auch noch mal reden. Was los? Sorry, ich habe ganz vergessen, worüber ich mit dir reden wollte. Wow. Ständig lässt Cora überall ihr Werkzeug herumliegen. Ich meine, ich liebe sie über alles im Universum, aber wie oft soll ich es ihr bitte noch sagen? Vielleicht doch einen anderen Begleiter. Sei nicht zu streng mit ihr. Ja. Ach, wenn ich sie das nächste Mal sehe, setze ich ein Lächeln auf und sage es ihr freundlich. Wieder mal. Das bleibt unter uns, okay? Aber Cora war nicht gerade geplant. Ich weiß nicht, ob ich es mal erzählt habe, aber ich war mal Freestar Ranger. Ich hatte eine Partnerin, Lillian Hart. Wir waren wie Hund und Katz, aber es war okay. Okay. Schon krass, dass du mir das einfach so hinklatscht, dass Cora nicht geplant war. Ja, irgendwie schon. Echt? Scheiße. Sorry. Aber wenn du das nicht weißt, ergibt das andere alles keinen Sinn. Als Cora auf die Welt gekommen ist, war ich völlig überfordert. In den ersten Monaten dachte ich ständig nur, was das für ein Riesenfehler war. Ich und Vater. Aber irgendwann, spät nachts, hat die kleine Cora mich zum ersten Mal angelächelt. Und ich wusste, für das kleine Mädchen tue ich alles. Also er redet schon gerne über seine Probleme. Ich bin ein bisschen softy. ich kann mir nicht vorstellen, Kinder zu haben. Ja, das ist tatsächlich so. Kinder verändern alles, heißt es immer. Stimmt auch. Und auch wenn man glaubt, man ist gut vorbereitet. Du hast gesagt, dass Cora super ist. Das finde ich auch. Aber sie erinnert mich so an mich. Ich habe Dinge gesagt und getan, auf die ich nicht stolz bin. Hat ich nicht versuche jeder? Mich zu bessern für Cora. Aber wird sie dieselben Fehler machen? Du machst dir viel zu viel Gedanken. Ah, gut, gibt's eh als Option. Wie ist es? Es wird sowieso viel zu schnell groß, ja. Ja, so sieht's aus. Ich weiß, es wirkt verrückt, sie mitzuschleppen. Aber ich schwimme nicht gerade in Optionen. Ihre Mutter, wie gesagt, das erzähle ich irgendwann mal. Und soll ich sie etwa von Jacob großziehen lassen? Meinem Vater? Dann noch lieber Wladimir. Ich weiß nicht, ob es gut ist, dass sie mit auf einen gibt. Es wirklich niemanden, der aufpassen kann. Aber ich glaube, es ist total richtig gut, bei der Constellation aufzuwachsen. Findest du? Naja, sie macht wilde Sachen. Und wenn sie mal lernt, ihr Zeug aufzuräumen, lebt sie vielleicht auch, bis sie 13 ist.
Okay, wir müssen diese komischen Sensoren finden. Ich brauche diese Daten unbedingt. Ja, ja, jetzt machen wir keinen Stress. Ich bin doch gerade erstmal losgegangen. Oh. Er ist nicht weit weg. So, die Standard-Sammelaufgabe ist da drin. Okay, wir gehen einfach mal quer verleihen. Hallo? Sensor? Ah, Biosensor. Okay, dann hätten wir schon mal Nummer 1. Was ist am nächsten? Mal schauen, wo die Distanz anspringt. Oh, Ausdauer. Aber ich würde sagen, wir gehen mal hier runter. Und so ist es eine gute Option, mal hier die Stadt ein bisschen... Hallo? Näher kennenzulernen. Vorsicht, wenn du auf diese Eclipse-Pässe triffst. Bitte was? Okay. Also da hinten der nächste. Ich glaube, ich mache wieder den Jump-Trick. Dann geht es ein bisschen schneller und länger. Okay. Und da hinten noch einer. Kann ich da einfach rauf? Abkürzung. Nice. Gott, zwei da hinten. Ah, da ist ja wieder das Subterminal hier. Ach so, ich müsste da... Okay, ich muss mit dem Zug da einmal fahren. Dann hole ich mir aber zuerst das hier. Die Narben aus dem Koloniekrieg. Okay, der liegt ein bisschen schräg da oben, aber... Okay. Hallo, mitnehmen. Hallo. Dankeschön. Sonst noch einen hier? Nö. Gut. Wo geht's hin? Geschäftsdistrikt. Alles klar. Was, nur der eine hier? Okay. Komm. Einmal rein, bitte. Oh, auf hier. Yes. Hä? Wo muss ich mit dir? Hey, suchst du auch nach Eiern? Ich habe erst eins gefunden, aber ich will sie alle vor den anderen finden. Sagst du mir, wenn du welche siehst? Ja. Okay, wenn ich sowas sehe, sag ich's dir. Und du sagst mir, wenn du Eier findest, ja? Miss Seng im UC-Vertriebszentrum hat mir das eine abgekauft und gesagt, sie würde auch noch mehr kaufen. Ich kann die Credits brauchen. Einmal so komplett aus dem Kontext raus, aber okay. Wurdest du gesehen? Wir haben nicht gewusst. Illegales. Wenn mein Boss erfährt, dass ich was mit so jemandem habe. Ach so, so ein Gespräch ist das. Doch, das wäre irgendwie spannender. Unser Tisch ist bald bereit. Ah, oh, der Bus ist schon geil. Das ist eigentlich auch geil, so als Brücke. So durchsichtig. Okay, da rein. Hast du vielleicht Zeit zum Plaudern? Ich hätte da einiges. Ganz ehrlich, wenn's gefällt mir. Wenn es wieder so ein Gespräch ist wie vorher, dann eher gerade weniger. Ich kann aufgrund eines laufenden Gerichtsverfahrens leider keine Schiffe mehr zuweisen. Ich kann aber mit Waren handeln. Okay. Willkommen im UC-Vertriebszentrum. Eine Information vorab. Offizielle Beschwerden können erst wieder eingereicht werden, wenn das Kundenfeedbacksystem wieder online ist. Lass mich raten, ich schalte es nie wieder ein. Einsatzbereit sein, aber du weißt ja, wie so etwas oft ist. Wir bitten die Umstände zu entschuldigen. Okay. Und wenn du wegen eines Firmenkontos kommst, mir wurde versichert, dass die Lieferungen bald wieder planmäßig erfolgen. Läuft bei euch, ne? Du hast noch nicht im Jungen ein Ei abgekauft, das brauche ich. Von Jordan? Der Junge kommt andauernd mit irgendwelchen Sachen vorbei, die er gefunden hat und will Credits dafür. Ja, ich hatte Mitleid. Was ist das denn? Ein Biosensor. Ist ein bisschen gemein. Oh, wirklich? Du kannst es für die Summe haben, die ich bezahlt habe, plus einen kleinen Bonus. Nennen wir es eine Bearbeitungsgebühr. Ja, gut, sind nur 100 Credits. Schön, mit dir Geschäfte zu machen. Ja, finde ich nicht.
Okay, ja, tschüss. Du bist jederzeit willkommen, wenn dir das Warten nichts ausmacht. Hast du Zeit zum Reden? Nein! Alter, ich hol mir einen anderen Begleiter. Ich will mir nicht die ganze Zeit deine Probleme anhören. Okay, wir müssen... Ich will eigentlich gerade Schnellreise machen. Geschäftsdistrikt. Was haben wir hier? Bewirb dich? Nö. Oder so, partielle Stromausfälle. Stelle ein Item. Sprich mit dem Bug. Wo ist denn... Bin ich jetzt doof? Liefere dir Sensoren ab. Ja. Einmal reisen. Dankeschön. Gott sei Dank gibt es Schnellreisen. Eigentlich könnte man den Roboter wieder mitnehmen, weil ich glaube, der ist nicht ganz so gesprächig. Moin, da deine Wenn Sensoren. Wenn das nicht meine Lieblings-Fast-Laborhilfe ist, was wow. gibt es? Danke für deine Unterstützung. Aber ich... Wirklich? Wunderbar. Ich nehme einfach die hier und sehe mal, was wir finden. Okay, wir laden die Daten einfach hoch und warten einen Moment. Fertig? Und noch einen Moment. Es funktioniert, oder? Ja, was denn? Da. Was bin ich erleichtert. Also, mal sehen. Das ist... Tja. Meine Güte. Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Die guten, mein Verdacht hat sich bestätigt. Und mit dem Baum stimmt wirklich irgendwas nicht. Das werde ich sofort dem Mast melden. Und zwar mit einiger Genugtuung. Es könnte auch mehr als einmal der Satz, hab ich's doch gesagt, fallen. Okay. Naja, aus einer bestimmten Perspektive. Auf zugegebenermaßen egoistische Weise. Die schlechten Neuigkeiten, die interne Zusammensetzung des Baums verändert sich. In diesem speziellen Fall erzeugt der Baum nun regelmäßig ultraniedrigfrequente Schallwellen. Momentan sind sie kaum hörbar, werden aber zunehmend stärker. So etwas haben wir noch nie beobachtet. Je nachdem, wie intensiv die Wellen werden, könnten die Folgen für die Stadt katastrophal sein. Wieso? Ich muss mich sofort mit meinen Kollegen beim Mast beraten. Danke für deine Hilfe. Hoffentlich sind diese Credits angemessen. Oh geil, 2500. Hat sich ja gelohnt. Ja, okay, er hat aber... Schau später bei ihm vorbei. Alles klar. Also, dann hätten wir dann hier noch... sprich mit Sam Coe. Nein, das mache ich nicht. Stelle ein Item her oder modifiziere es. Wir hatten auch noch das mit der Barkeeperin und das mit den Stromausfällen. Halt. Das war... Moment mal. Wo ist das? Ein Licht in der Dunkelheit? Nee. Nee, das mit der Außenpost machen wir auch noch nicht. Wo ist denn das mit den Ausfällen? Ach ja, da. Untersuche partielle Stromausfälle auf dem Unterdeck. Okay. Details. Habe ich da jetzt einen Marker, wo ich hin muss? Nee. Ah, es ist toll, wenn ich das da nicht sehe. Muss ganz woanders hin. Nach da unten. Kann ich... Ah, ich komme da nicht rein. Okay, dann gehen wir halt den offiziellen Weg. Autsch, das lief nicht gut. Ah, komm. So schlimm war das gar nicht. Ah, hier ist auch den Aufzug zum Runtergehen. Okay. Also, Unterdeck. Einmal aktivieren.
Ah, das sieht schon irgendwie geil aus hier. Moin. Es gibt immer ungefähr 1 Million Sachen zu tun. Aber ich bin ganz alleine. Es ist unmöglich. Hey! Oh, du bist gar nicht Karl. Tut mir leid, vielleicht heißt du ja sogar Karl. Aber ich warte auf einen anderen Karl. Wir sollen hier einem Spannungsabfall nachgehen. Die Leute melden seit einer Weile immer wieder Stromausfälle. Jetzt geht das Mess der Sache endlich mal nach. Ich kann nicht an 2 Orten gleichzeitig sein. Also versuche ich einfach unauffällig zu sein. Interessantes Vorgehen. Ja. Tja, nachdem du hier bist, Karl aber nicht, und ich die Sache gerne klären würde, warum nicht? Es ist doch gar nichts sonderlich Technisches. Ich kann dir alles aus der Ferne erklären. Ich gehe zur Kontrollstation. Der erste Kasten, den wir suchen, ist beim UC Surplus. Du weißt schon, Antonios Laden. Ich melde mich, wenn du da bist. Okay. Mission aktiv schalten. Bitte, danke. Was ist das Netz? Anzapfen. Ja. Warum macht er das nicht gleich? Ach, da hinten. Oh. Erste Hilfe für hier unten. Oh, das sieht auch noch interessant aus hier. Klamotten und Kuh. All die Gespräche sind schon ein bisschen schräg. Ich glaube, das funktioniert. Ich habe nur eine grobe Übersicht. Aber du müsstest in der Nähe des... Perfekt. Gut gemacht. Okay. Das hat den Schutzschalter ausgelöst. Und okay. Der geht zu... Oh, wow. Ernsthaft? So haben die das verkabelt? Okay. Prima. Der nächste ist ein gutes Stück hinter dem Jakes. Vielleicht 1 oder 2 Etagen höher? Sorry, ist weit. Ja, du, kein Problem. Ich frage mich, ob das jetzt irgendwie abgeploppt wird oder ob das einfach wirklich nur Kabelungsproblem ist. Komm ich da aufmachen? Danke. Okay, funktioniert. So, der nächste Verteilerkasten ist ganz in der Nähe. Der Abschnitt wird kaum noch verwendet. Vielleicht siehst du ihn nicht gleich. Das ist er. Der nächste ist ganz in der Nähe. In einer Sackgasse neben dem Jakes. Direkt unter der Wohnung, die sie zu verkaufen. Oh, nee. Es ist wieder sowas. Soll ich das da nutzen? Oder geht auch der? Nee, der geht nicht. Er wird aber so gehen. Probieren wir mal. Der wird's tun. Okay. So geht's auch nicht. Geht in keiner Position. Der vielleicht. Nee. Ah, so wird's gehen. Yes. Bingo. Oh. Oh nein! Wow. Okay, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Okay. Credits nehmen wir mal mit. What the fuh? Posteingang. Na gut, wenn wir schon mal hier sind. Vielleicht gibt es ja noch wertvolle Sachen hier. Guck, oh, interessante Dusche. Ein bisschen Retro-Style-mäßig aus da mit den Dingern. Ja, aber wir haben hier noch einen Tresor. Ah. Aber wir haben einen Schlüssel. Ne, brauche ich nicht. Alles klar. Was ist das? Navigator-Rucksack, Wert 915. Nö. Sonst noch irgendwas Interessantes? Kühlschrank? Nö. Ne. Alles klar.
Ja, dann... Hier vielleicht noch? Aha, auch nichts Interessantes. Okay, wir gehen hier wieder. Ciao, wir waren hier nie da. Wo ist jetzt der? Ach, da hinten. Ach so, wir sollten vielleicht mal Medipack nutzen. Du müsstest gleich beim nächsten Verteilerkasten sein. Und wenn die Obdachlosen noch nicht verschwunden sind, einfach Augenkontakt vermeiden, okay? Wieder ein Schalter umgelegt, wieder ein Hinweis. Und hier hat das Licht auch geflackert. Die Verkabelung ist schlimmer als gedacht. Ich behebe das kleine Problem mal kurz, während du den nächsten Verteilerkasten suchst. Der müsste in der Nähe von, der Handelsaufsicht sein. Wie genau machst du das eigentlich aus der Ferne? Find ihn einfach und erzähl vielleicht noch niemandem was davon. Warum soll ich das nicht machen? Was ist so speziell dran? Okay, also hier komme ich... Wie komme ich da hoch? Da vielleicht? Nö. How to nach da oben? Hier mal nicht. Wie komme ich da hoch? Ah, vielleicht hier, auf der Seite. Ja, das sieht schon mal besser aus. Okay, der letzte Kasten müsste jetzt ganz bei dir in der Nähe sein. Ich merke leider, dass das ein absolutes Wirrwarr ist. Ungefähr 200 Jahre vergebliche Versuche, alles neu zu verkabeln. Ich wollte das vor 3 Jahren mal reparieren. Nach 2 Tagen habe ich geweint. Nach 3 aufgegeben. Jedenfalls musst du dich da um eine Reihe von Schutzschaltern kümmern, bevor du zum Verteilerkasten kannst. Ich weiß die Reihenfolge nicht mehr. Leg einfach Hebel um, bis alle Schaltkreise stromlos sind. Wow, geschafft. Echt okay, klasse. Am ersten Try. Du hast mir eine ganze Woche Arbeit erspart. Komm zur Kontrollstation, wo wir uns getroffen haben. Alles klar. Auf den Weg. Jetzt sagen wir einfach mal hier so straight durch. Secure Access. Da geht's nicht weiter. Okay. Dann halt außen rum. Ach, da oben ist sie drin. Okay. Ist es... hier rauf? Nee. Wie... Upper Level? Komm ich denn da hin? Moin sehen. Habe ich mich schon bedankt? Weil, danke. Alleine hätte ich dafür viel zu lange gebraucht. Das wäre völliger Wahnsinn gewesen. Solange die Bezahlung stimmt, tue ich alles Nötige. Jo. Ja, klar. Natürlich. Dank deiner Hilfe konnte ich den Spannungsabfall lokalisieren. Ich weiß, woher er kommt. Und woher kommt er? Und leider ist die Quelle genau das, was ich befürchtet habe. Die Handelsaufsicht. Tja, darum muss ich mich jetzt wohl kümmern. Das wird ein Spaß. Wenn du mitkommen willst, beschwere ich mich nicht. Wenn nicht, dann trennen sich unsere Wege jetzt. Das klingt eigentlich nach Spaß. Ich gehe da mal mit. Also, einfach... Okay, kann noch mal mit ihr reden? Tja, dank dir haben wir jetzt Beweise, dass die Handelsaufsicht hinter dem Spannungsabfall hier unten steckt. Hattest du schon mal mit der Handelsaufsicht zu tun? Zoe ist ganz schön imposant. Ich muss da rein, obwohl ich wirklich, wirklich keine Lust habe. Würdest du vielleicht mitkommen, damit es nicht irgendwie entgleist? Da bin ich eigentlich der Falsche, aber okay. Danke, das ist echt nett. Ich kann reden, glaube ich. Mach dich einfach auf alles gefasst. Alles klar. Einen Moment, ich muss mal ganz kurz muten. Da, geht wieder. Ich muss mich nur mal ganz kurz räuspern. Die Handelsaufsicht scheint da so ein bisschen das Sagen hier unten zu haben, wenn sie da so reagiert. Nein.
Kann ich dich irgendwie pushen? Oder? Oh nee. Ja, das wird jetzt ein bisschen dauern. Was all hall our was benevolent overlords? You see. Great Authority, komm schneller! Ah, was ist damit heute, wenn mein Hals los? Der ist total trocken. Ja, da werden wir nicht reingehen. Was geschafft, nur noch die Treppe hoch. Du gehst die Treppe aber auch interessant hoch. Wir suchen noch Leute. Frag einfach im Sicherheitsbüro. Ein Besuch vom Vance? Reizend. Wie heißt du doch gleich, Liebes? Bei so vielen fleißigen Arbeiterbienchen verliere ich leicht den Überblick. Ich bin Luisa Reyes. Was du auch weißt, ich war nämlich schon dreimal hier. Ja, ja, stimmt natürlich. Und was genau wirfst du mir doch gleich ohne den kleinsten Beweis vor? Der Spannungsabfall kommt aus deinem Gebäude, Zoe. Das wissen wir beide. Und ich kann es jetzt beweisen. Entschuldige, wie war das? Wir haben den Spannungsabfall durch das Netz verfolgt. Hierher. Du kannst dich da nicht rausreden. Ich würde dich bitten, kurz hier zu warten. Ich bin gleich zurück. Okay, aber sei auf alles gefasst. Ich weiß nicht, ob sie mit einer Waffe rauskommt oder Söldner ruft oder sonst etwas. Die Handelsaufsicht sind meistens Feiglinge, aber wir sollten uns vorbereiten. Ich würde Gewalt gerne vermeiden, wenn es irgendwie geht, okay? Ich nicht. ich feuer nicht den ersten Schuss ab, aber den letzten, das ja. Ist dramatisch, aber auch beruhigend. Ich würde gern mit dir reden, wenn du mal Zeit hast. Ja, nein, will ich nicht. Nun, ich entschuldige mich, dass ich die Angelegenheit nicht ernster genommen habe. Ich versichere dir, ich werde alles tun, um ihr auf den Grund zu gehen. Du windest dich da nicht raus. Wir sind der Sache auf den Grund gegangen. Du bist der Grund. Dein Eifer in Ehren. Aber du solltest etwas mehr recherchieren, bevor du jemanden beschuldigst. Es hat tatsächlich jemand dieses Gebäude genutzt, um Strom umzuleiten. Aber es ist nicht die Handelsaufsicht. Ich habe schon eine Weile meine Verdächtigung. Ich teile meine Notizen gerne mit dir. Jetzt aber sollten wir erstmal unseren nächsten Schritt planen. Ich... Moment. Das klingt gerade ein bisschen sehr fischig. Was? Meine Güte, noch eins. Noch was? Noch was? Du hast Miss Reyes vermutlich geholfen, diesem kleinen Problem nachzugehen. Tja, ja. Es gibt offensichtlich noch mehr zu tun. Warum setzt du deine Arbeit nicht fort? Mit einer Zusicherung, dass die Handelsaufsicht dich für deine Zeit entschädigt. Ich koordiniere alles gemeinsam mit Miss Reyes. Wenn das MAS Zugriff auf das Netz hat, wissen wir bald, wer das getan hat. Und warum. Ich gehe mal davon aus, dass du den Einsatz übernimmst. Also, soweit ich weiß, gibt es auf dem Unterdeck noch einen Verteilerkasten, den du dir ansehen solltest. Okay. Es ist doch alles ziemlich... Ja, ich auch nicht. Gehen wir erstmal davon aus, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Na, bestimmt nicht. Ich erledige mit... Aber gut, dann machen wir das mal. So, irgendwo da oben. Okay, 10 Meter nach oben. Immer... Ich werde jetzt mal vermutlich nichts bringen, dann komme ich wieder dahin. Wie komme ich noch da hinten rauf? Also nur für die Tür hier. Ich muss weiter nach oben. Es bringt mir hier auch nichts. Wie komme ich da hoch? Ah. Muss ich... Warte mal, wenn wir jetzt hier das Ding da haben. Wo geht das hin? Das geht da rüber.
Kann ich da vielleicht... Moment, kann ich da doch irgendwie hier so drauf? Nee. Ah, so ein Shit. Spiel, sag mir, wie ich da hochkomme. Hier ist auch eine Sackgasse. Gut, da komme ich nicht rein. Sehr geil. Schön, dich kennenzulernen. Also, ja, da hat es noch eine Tür. Eventuell hier auf der Seite irgendwo. Irgendwas nach oben. Kann ich? Komm. Ah. Geht nicht. Moment, das ist doch das, wo ich gerade vorher war, oder? Ja. Was machst eigentlich du hier? Kann ich hier rauf? Ja, das geht. Wenn ich mir jetzt da noch irgendwie festhalten kann. Nein! Ah! Komm! Ja, shit. So. So, und jetzt? Hey! Oh ja! Du müsstest gleich da sein. Hallo? Yes! Ich erwarte, dass du mich über verdächtige Aktivitäten informierst. Verstanden? Das war's, danke. Dann wollen wir mal sehen. Okay. Jetzt musst du zu Kasten 45A. Der sollte bei Apex Electronics sein. Das soll jetzt aber ein Witz sein, oder? Hast du dasselbe Diagramm wie ich? Es ist doch eindeutig 47B, auf der gleichen Ebene. Danke, dass du auf die Stimme der Vernunft hörst. Der Verteilerkasten ist ganz nah. Ordentliche Arbeit. Okay. Miss Reyes und mir ist aufgefallen, dass der nächste Knotenpunkt auf diesem Diagramm nicht eingezeichnet ist. Wir haben das gleich erledigt. Sie meint, dass er nicht auf dem Unterdeck ist. Er ist irgendwo oben. Also eigentlich außerhalb meiner Zuständigkeit. Zoe, ich weiß, okay, wie man... Ignoriere sie und geh zu Kasten 45A, okay? Aber wir sind uns einig, dass wir das zu Ende bringen müssen. Wenn du nach oben gehst, rufe ich die richtigen Diagramme auf. Hä? Ihr seid alle ein bisschen schräg drauf. Und warum ist der jetzt hier noch markiert? Hä, was zum... Okay. Was haben wir eigentlich hier? Okay, eine Waffenwerkung. Okay, man hätte hier gar nicht normal hochkommen können. Interesting. 90 Meter. Wir gehen mal hier wieder runter. Das sah herzhaft aus. Oh nö, gibt Schlimmeres. Ist jetzt... Ah, okay. Direkter Ausgang. Alles klar. Und los geht's. Raumhaufen. Miss Reyes sucht noch die nötigen Diagramme und Pläne heraus, um die Lage korrekt einzuschätzen. Ne, macht sie, du. Komischer Haufen. Bevor sie zurück ist, mache ich dir ein Angebot. Was auch immer du am Ende dieses Wegs findest. Bringst du zuerst mir. Das Mast bekommt von mir, was es braucht. Aber ich handle mit wertvollen Informationen und die wirst du wohl finden. Die Handelsaufsicht bezahlt dich gut, versprochen. Denk daran, während du zum Wohndistrikt gehst. Ich kann die Quelle noch nicht genau lokalisieren, aber wo dort ist sie? Ich weiß ja nicht. Und nein, Sam, ich will mit dir nicht quatschen. Wenn es wieder um die Tochter geht und sonstige Probleme. Okay, hier. Ha, ja, das mit der Hehlerei wissen wir schon. Hey, du näherst dich. Es ist wohl irgendwo in der Nähe des Athena Towers. Zoe sagt, außen am Gebäude gibt es einen Verteilerkasten. Woher auch immer sie das weiß. Okay, das ist unerwartet. Es ist nichts weiter aufgetaucht, nachdem der Kasten offline war. Die Quelle muss sich irgendwo in diesem... Ja, das
Ob dann wieder noch Wunder von Zwartet? Ein, dass es eine Meldung über Stromausfälle in den oberen Etagen gab. Oh Mann, wieder so ein Teil. Hast du nicht? Können wir vielleicht den verwenden? Ich probier's mal. Kann ich eh nur den nutzen? Passt nicht, passt nicht. So passt's. Yes. Hat das damit zu tun? Das solltest du dir mal ansehen. Jemand zu Hause? Aber das sieht danach aus, als könnte ich da irgendwas Wertvolles mitnehmen. Ich dachte schon, da wäre schon jemand. Oh, oh, warte mal, warte mal. Oh, ja, das nehmen wir mit. Es ist nichts wert. Tablet, nee. Nö. Aber schickes Board. Gefällt. Hier noch was? 155. Ja, ist ein bisschen low. 265. Ah ja, du weißt, wir mal. Dass das nicht uns ja, ja, aber. Nein! Wie oft denn noch? Sag das, ich hole mal gleich noch den Roboter. So, Dreh, was haben wir hier? Problem Update. Programmstart, das passiert. Aktuelles Slicing Ziel ATM. Alles klar, da wird Geld abgezogen. So, auf externes Gerät. Letzte Nachricht. Meine Leute haben sich bei der Neuverkabelung was einfallen lassen. Jetzt solltet ihr genug Saft haben, um das Programm ununterbrochen laufen zu lassen. Also nerv euch nicht länger, ich erwarte meinen Anteil. Und schließt die verdammte Tür ab, hier soll niemand herumschnüffeln. Selbst wenn die Galbank die fehlenden Credits bemerkt, haben sie keine Spur. Sie werden es als Fehlfunktion abtun, so wie immer. Wenn das Geld digital ist, können sie so viel herstellen, wie sie wollen. Also ist es jetzt schon? Okay. Missionsupdate? Also, haben wir das, was wir jetzt haben wollten? Per Kommunikation, wo ist das jetzt? Pflicht ruft, nee. Nee. Wie sind das jetzt? Ah, Wechselspannung. Liefere Loser Beweise oder liefere zu, ich habe Beweise, fahre den Verteilerkasten herunter. Okay. Ja, dann gehen wir halt einfach mal wieder. Aber ich hätte das Programm fast ein bisschen laufen lassen, wenn auch Credits haben. Je mehr, umso besser. Zöderle. Ich glaube, ich hab... Lass mich raten, wieder zum Lift hier. Ja. Wo kommt denn ihr jetzt alle her? Ja, was soll's. So, waren wir da langsam. Was ist eigentlich? Ich muss es mal ganz kurz ausprobieren. Wo ist der Helm? Helm, Helm, Helm. Okay. Helm Gebiet mit atembarer Luft verbergen. Ja, macht irgendwie Sinn, ne? Aber ich wollte mal ablegen. Um zu schauen, ob ich dann einfach laufen kann. Nö, das macht keinen Unterschied. Södele, Helm. Wieder ausrüsten. Ein Gebiet mit einfacher Luft anzeigen. Nee.
Okay. Gleicher Weg wie vorher. Eigentlich hätte man gleich den Lift hier nutzen können. Alles klar. Ein fester Moment. Wollen Sie ihn? Könnte für einen Kaffee glatt jemand umlegen. Hey. Okay. Weiß nicht. Ich möchte eigentlich. Danke für alles. Du kannst. Ja, ja, gleich. Ich möchte, glaube ich, doch mal schnell auf Foto machen. Menü, eine Ausblendung. Dankeschön. Kriegen wir da irgendwie was Nettes hin? Ah, ohne Kollision wäre natürlich irgendwie geiler. Na, irgendwie beide drauf? Nee. Aber ich glaube so. So, Odo. Geben, was du gefunden hast. Ja, bitteschön. Du hast es also gefunden. Und? Hast du was für mich? Yeah. Klasse. Ich lasse es vom Mast analysieren. Ich bin nicht dumm. Ich weiß, dass Zoe dir ein Angebot gemacht hat. Danke, dass du es abgelehnt hast. Und ich bin sehr froh, dass wir zusammenarbeiten konnten. War's das? Gibt es jetzt noch ein Gespräch zwischen euch beiden? Scheint so, als hätte jemand versucht, die Gelbank zu hacken. Und zwar mit Erfolg. Sagst du immer noch, du hattest nichts damit zu tun, Zoe? Warum in aller Welt sollte ich das Gesetz brechen? Ja. Und dann auch noch die Gelbank, mit der ich selbst Geschäfte mache. Also gut, wir werden das überprüfen. Vielleicht meldet sich jemand. Das wage ich zu bezweifeln. Sie ist sowas von mit drin. Die Handelsaufsicht kann Waren beschaffen, die sonst niemand hat. Jo, glaube ich. Wir gehen mal. Was sagt denn jetzt unser Mission Log? Also wir sollen ja dann später mit ihr quatschen. Dann, jemand namens Alpen Lopez hat eine Note für die Liz gesendet. Das könnten wir eigentlich auch gerade als nächstes machen. Ins Unbekannte, bla bla bla. Aktionssachen. Gut, dass man das irgendwie sortieren kann. Das ist mir gerade jetzt irgendwie aufgefallen. Zu unserem Schiff. Beziehungsweise. Weißt du was? Wir werden jetzt mal den Begleiter wechseln. Und ich würde sehr gern den Roboter mitnehmen. Oh, das sieht geil aus. Was auch immer das ist. Irgendwie passt das gerade. Gescheiterte Kommunikation. Ich will nicht mit ihm quatschen. Altersheim. Kannst du dir Zeit für ein Gespräch nehmen? Nein! Ich stehe zu Dienst. Moin. Captain. Captain. Nachdem Sie nun Mitglied der Constellation sind, stehe ich Ihnen uneingeschränkt zu Diensten. Und da Sie wahrscheinlich in unbesiedeltem Raum sein werden, wäre es ratsam, die Entwicklung von Erkundungsaußenposten zu erörtern. Sollten Sie jemals eine Forschungsbasis errichten müssen. Entwicklung von Außenposten, wie meinst du das? Ja. Die Erkundung eines unbekannten Planeten kann ein großes Unterfangen sein. Der Bau eines Außenpostens ermöglicht die Herstellung von Scannern, Extraktoren und Verteidigungssystemen. Es ist sogar möglich, mehrere produktionsfähige Außenposten aufzubauen, um bessere Ausrüstung und sogar Raumschiffmodule herstellen zu können. Ah, I see. Deswegen soll ich das dann machen. Klingt nützlich. Das probiere ich, wenn ich das nächste Mal auf dem Planeten lande. Die Baupläne, die Sie benötigen, um einen Außenposten zu errichten, befinden sich bereits auf Ihrer Uhr. Sie verbindet sich automatisch mit verfügbaren Baumaterialien in Ihrem Frachtraum. Okay. So, und Vesco, komm mal bitte Captain, mit. Ich begebe mich an die zugewiesene
Position. Frontier. Ach, und dann werde ich die vermutlich auf die Außenposten deponieren können. Okay. Frontier, Samco ist nicht zugewiesen. Okay. Passt. Also. Kommst du jetzt mit mir mit? Oder läuft jetzt er noch mit? Kommst du? Hi, Grüße, Captain. Komm bitte eine Weile mit. Achso, okay. Ich werde Ihnen folgen. Dankeschön. Gott sei Dank. Was hier? Ja, das wird noch spannend mit diesen Außenposten. Könnte man eigentlich dann in den nächsten Episoden mal machen. Aber erstmal werden wir diesen Notruf nachgehen. Moin. Und dann nochmal ein Artefakt suchen. Und eventuell wird es dann eh gerade eine Mission, dass wir diesen Außenposten dann bauen müssen. Beziehungsweise plündern, Status, Kurs festlegen, Missionen. Wie läuft denn das eigentlich? Ressourcen? Nee. Müssen wir mich da immer einlesen, wie das dann funktioniert. Okay, ich würde sagen, für die Episode war es das erstmal. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann bis zum nächsten Abenteuer hier in Starfield. Ciao! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.